Was heißt eigentlich ökonomisch reisen? Um erstmal etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen, ökonomisch reisen hat nichts mit geizig zu tun. Unser Wohnmobil ist ein Hümer MLT auf Sprinterbasis. Wir sind so gut wie jedes Wochenende on the road und mindestens einmal im Jahr für 5 Wochen in Europa unterwegs. Wir sind auch keine Campingplatzfreunde, stehen lieber auf offizielle Wohnmobilstellplätzen. Um autark zu reisen, bedarf es aber einiger Vorbereitungen. Beim Kauf hatten wir zwar einiges dazugeordnet, aber nach und nach kam immer noch etwas dazu. Was wir Jahr für Jahr noch geändert und verbessert haben, zeige ich euch in diesem Video. Und was wir unter ökonomisch reisen verstehen. Werksmäßig sind die meisten Wohnmobile mangelhaft oder salopp ausgedrückt hundsmiserabel isoliert. Die Folgen: im Sommer viel zu heiß und im Winter zu hohe Kosten, um mollige Wohlfühltemperaturen im Womo zu erzeugen. Wir haben uns für alle Wohnmobilfenster nach unseren Angaben Isoliermatten anfertigen lassen. Die passen unter die werksmäßigen Verdunklungsrollos, haben sich allerbestens bewährt und isolieren hervorragend. Nach anfänglichem Zögern haben auch wir jetzt zusätzlich noch eine ordentlich dicke, allerdings auch sperrige Isomatte für die Front unseres Womos. Die gibt es serienmäßig bei diversen Herstellern für fast alle Wohnmobilmodelle. Verstaut wird unterwegs alles in der Heckgarage in 2 stabilen Zeltsäcken. Von Anfang an haben wir einen Thermovorhang im Fahrerhaus. Die Führungsschiene war werkseitig schon montiert. Der Vorhang musste also nur noch extra bestellt werden. Der stört unterwegs überhaupt nicht und ist während des Fahrens mit Bändern gesichert. Das ist zwar vorne mittlerweile eine dreifache Isolation, also außen die dicke Thermomatte, innen die maßgefertigten Isomatten, wie bei allen Fenstern unter den Verdunklungsrollos und zusätzlich der Thermovorhang. Hat sich aber allerbestens bewährt. Bei Hitze und natürlich auch bei Kälte. Schon mal bei über 30 Grad Außentemperatur an das schöne Panoramafenster im Womo gefasst? Erspart den Gasherd. Hier kann man an heißen Sommertagen fast Spiegeleier braten. Das Verdunklungsrollo nützt fast nichts. Zurechtgeschnittene, handelsübliche Isomatten schmelzen in der Sonne. Nach einem Sommersonnentag. Besser ist eine günstige, selber zurechtgeschnittene Polystrolplatte, eigentlich gedacht für den Hausbau, aus dem Baumarkt. Haben wir für das große Panoramafenster im Dach und für die kleine Luki im Schlafbereich. Vorteil: wiegt fast nichts. Nachteil: das große ist bei Nichtgebrauch ziemlich sperrig und muss in die Heckgarage. Das kleine im Schlafbereich kann zum Lüften eben mal an die Seite gelegt werden, ohne zu stören. Schwachstelle Eingangstür im Womo. Auch hier werkseitig 0 Isolierung. Unsere Lösung: ein maßgeschneiderter Thermovorhang und eine selbst angebrachte Alu-Führungsschiene. Bei Nichtgebrauch ohne jegliches Platzproblem. Links zusammenschieben und mit Raffbändern sichern. Als kleine Sahnehäubchen haben wir uns noch eine, wie bereits bei allen anderen Fenstern vorhanden, passgenau eine Isomatte anfertigen lassen. Die Feuertaufe bestand unsere zusätzliche Isolation bereits während eines 5-wöchigen Aufenthalts im Hochsommer in Kroatien. Wir hatten immer prima Klima.